Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Video bekommt ihr die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Blume des Lebens als Mandala auf einen großen, schweren Stein. Ihr könnt das aber natürlich auch auf einen Gipsstein malen oder auf eine Leinwand, wenn ihr da was da habt. Und was aber ganz wichtig ist, was ihr euch jetzt zurechtlegen solltet, ist auf jeden Fall ein Zirkel. Denn dieses Muster besteht aus vielen kleineren Kreisen, die auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet werden müssen. Und dafür braucht ihr da einfach den Zirkel dafür. Alternativ, wenn ihr jetzt keinen Zirkel habt, tut es womöglich auch ein Geldstück. Wichtig ist, dass ihr halt einfach immer die Kreise in der gleichen Größe macht. Aber dazu gleich mehr. Das seht ihr alles im Video und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Malen. So, und wir beginnen hier mit einem großen Stein. Und zwar ist das der, den ich euch schon mal gezeigt habe in dem Video über meine ganzen Materialien, wo ich ursprünglich mal einen Hundekopf drauf malen wollte und was dann nicht geklappt hat. Und der hat jetzt jahrelang also da gelegen und ja, jetzt hatte ich eine Idee, was ich mit dem machen kann und das wollte ich euch auch zeigen. Weil das natürlich jetzt schon ein bisschen her ist, ist die Farbe natürlich auch schon abgekratzt gewesen und deswegen habe ich die also erst nochmal erneuert. Wenn ihr also einen neuen Stein habt, mit dem ihr das machen wollt, müsst ihr euren Hintergrund in diesem Fall erstmal schwarz grundieren. Danach nehmt ihr euch am besten einen Zirkel und zeichnet darauf einen Kreis vor. Dieser Kreis markiert nachher, wie groß euer Muster ungefähr wird. Diese Kreise für die Blume des Lebens, die jetzt nach und nach gezeichnet werden, die haben dann am Ende so die Größe, wie wenn ihr den Radius eines dieser Kreise dreimal aneinander hängt. Das ist dann die Größe der fertigen Blume und das sollte natürlich möglichst in diesen großen Kreis reinpassen, den ihr euch hier vorbereitet habt. Ansonsten ist es relativ einfach. Das Muster ist eher eine Fleißaufgabe, als dass es irgendwie besonders schwierig wäre. Und zwar nehmt ihr euch also einen gewünschten Radius, macht einen Kreis in der Mitte und dann kreiselt ihr außen rundherum nochmal 6 weitere Kreise. Und das sieht man jetzt auch hier, müsst ihr zur Not nochmal ein bisschen zurückspulen. Ihr stecht sozusagen immer in die Schnittpunkte der beiden vorhergehenden Kreise ein. Das ist dann immer der neue Mittelpunkt für den weiteren Kreis, so dass ihr also einen in der Mitte habt, 6 rundherum und ich weiß gar nicht, wie viel das dann jetzt außen rundherum sind. 12 oder so, nochmal 12 dann rundherum. Und dann habt ihr also die Blume des Lebens. Das, was mir hier aufgefallen ist, das Einzige, was ich euch hier als Tipp wirklich mitgeben möchte, ist, dass ihr versucht, so genau wie möglich zu arbeiten. Denn wenn ihr hier einen Fehler von einem halben Millimeter oder, Gott bewahre, einem ganzen Millimeter macht, das setzt sich dann dadurch, dass man natürlich immer wieder neu ansetzt in den Schnittpunkten, setzt sich dieser Fehler dann in dem ganzen Muster fort. Und je weiter nach außen du kommst, desto mehr kann es dann passieren, dass die Kreise nicht mehr richtig schließen und dass du merkst, es gibt nicht mehr den einen Schnittpunkt von allen Kreisen. Wenn du jetzt Entschuldigung, wenn du jetzt hier nicht mehr richtig folgen kannst, wie ich das gemacht habe, dann schau dir mal bei YouTube ein paar andere Videos an. Da wird das ganz toll erklärt, wie man das zeichnen kann. Ja, das kommt dabei raus, wenn man tagsüber malt. Ihr seht, mein Sohn hat hier auch das Bedürfnis gehabt, noch mal ein kleines bisschen mitzuhelfen. Und hat also dann mit dem Bleistift drauf rumgekritzelt. Deswegen sieht es so aus. Stört uns jetzt erstmal nicht, denn das, was wir jetzt hier weitermachen wollen, das kriegen wir auch so hin. Und zwar nehmt ihr euch jetzt ein etwas größeres Kugelwerkzeug. Ich habe hier das grüne mit dem dickeren Ende auch gewählt. Und setzt auf jeden dieser Kreisschnittpunkte mit dem Werkzeug einen großen Punkt. Und dann beginnt die Fleißaufgabe. Ich habe hier das blaue Werkzeug benutzt, war aber zu dick. Also ich empfehle gleich, nehmt das gelbe oder das weiße Werkzeug, nehmt einfach die dünnste Spitze, die ihr habt als Kugelwerkzeug. Das langt. Also damit kommt ihr gut zurecht. So, was mache ich hier? Und zwar gehe ich jetzt die Bleistiftlinien entlang. Und zwar auf die Art und Weise, dass ich immer in der Mitte einer Bleistiftlinie beginne und dann die wandernden Punkte zu dem entsprechenden Schnittpunkt dann weiter Punkte.
sodass also immer von diesen Blättern, die jetzt hier entstehen, deswegen heißt es ja auch Blume des Lebens, weil man eigentlich ganz viele so kleine Dolden erkennt. Ja, dass also sozusagen immer an den Schnittpunkten die kleinsten Punkte sind und in der Mitte von den Blättern der dickste Punkt. Das ist eigentlich ganz günstig, weil wenn du das alles mit gleich großen Punkten nachgehst, zumindest ging mir das so, als ich das erste Mal probierte, kommst du dann in der Mitte irgendwie in die Bredouille. Also das sieht dann nicht mehr schön aus, wenn du dann relativ große, kleine Punkte zu diesen Schnittpunkten hin machst. Ich weiß auch nicht, also da kommt das Muster irgendwie nicht so gut. Deswegen also hier diese wandernden Punkte kann ich euch ganz sehr ans Herz legen, dass ihr das anwendet. Dann habt ihr ein schönes Muster und dann könnt ihr auch die Bleistiftlinien einfach wegradieren. So habe ich das hier also auch gemacht, sodass also das, was mein Sohn hier hinterlassen hat, keine größeren Probleme mehr gebracht hat. Wobei ich aber doch sagen muss, dadurch, dass es ein Naturstein gewesen ist, oder es ist ja ein Naturstein, hat er also ja auch so kleine Kerben und dort sind die Bleistiftstriche dann eben doch noch sichtbar gewesen, sodass man jetzt hier sehen kann, wie ich also mit schwarzer Farbe das einfach übermale. Und jetzt zeige ich euch die Farben, die ich benutze. Wenn ihr es genau wissen wollt, nochmal schaut unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch das alles aufgeschrieben. Und zwar nehmen wir Violett und Blau, außerdem Grün und Gelb und ein Orange. Ja, die kommen bei mir eigentlich gleich so aus der Tube, diese Grundfarben, die ich hier benutze. Ist ja ein Regenbogenmuster letzten Endes, ne? Die habe ich einfach so genommen, wie sie aus meiner Tube kamen. Und du kannst die Farben natürlich frei wählen, so wie du das gern möchtest. Ja, du siehst hier, wie ich sie nochmal einfach mit ein paar Tropfen Wasser verdünne, sodass sie eine angenehme Konsistenz bekommen. Und jetzt geht das Muster los. Und jetzt müsste man genau hinschauen, denn ich zeige euch, wo du mit welcher Farbe punktest. Und zwar geht es immer um diese dreieckigen Ausschnitte, die ich euch jetzt gerade hier gezeigt habe. Und von diesen dreieckigen Ausschnitten punkte ich auf der linken Seite zwei der drei Randblätter und auf der rechten Seite nur das mittelste der drei Randblätter, sodass also diese V-Form, die dort entsteht, auf der einen Seite zwei Blätter hat und auf der anderen nur eins, was hier in dem Fall mit Lila gepunktet wird. Der Rest in dem Dreieck wird dann auf die Weise ausgepunktet, wie du es hier siehst, also auch von innen nach außen kleiner werdend. Und zwar hat es den Sinn, ich habe mir logischerweise irgendwie versucht, was dabei zu denken. Ich wollte, dass der Übergang ein kleines bisschen, ja, fließend ist zu viel gesagt, aber dass sozusagen ein Übergang existiert von einer Farbe zur nächsten in dem Muster. Sodass jetzt hier in dem Fall, wenn wir jetzt nur mit dem Blau weitermachen, dass das Blau seinerseits, dieses blaue Dreieck, wieder auf der linken Seite zwei Blätter hat und auf der rechten Seite wieder nur das eine mittlere Blatt. Und wenn ich dann also mit der nächsten Farbe weitermache, dann hat die wiederum auf der linken Seite wieder zwei Blätter und auf der rechten nur eins. Und so stecke ich sozusagen diese dreieckigen Teile da ineinander und so kann man also einen relativ entspannten Übergang zwischen den Farben herstellen. Und außerdem hat diese mittelste Blüte in der Blume des Lebens, die hat dann tatsächlich sechs verschiedene Farben als Blütenblätter. Also dort kommen die dann nochmal richtig zusammen. Ja, ich habe versucht, mir zu überlegen, ob es möglich ist, noch mehr Farben zu nehmen als nur sechs. Aber ich bin hier irgendwie nicht so richtig grün damit geworden, wie man die Blume des Lebens hier noch irgendwie sinnvoll in Segmente aufteilen könnte. Also man hätte dann 12 Farben nehmen müssen, das wäre noch gegangen, wenn man also jedes dieser Dreiecke nochmal in zwei geteilt hätte. Aber das waren mir dann wieder zu viele, also deswegen. Entschuldigung. Ja, deswegen also einfach diese 6 Farben. Ja, und das müsst ihr dann einfach machen. Dauert eine Weile, aber ist eigentlich eine entspannte Sache. So, das hier ist Dragonfly Glaze, so heißt das. Das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Und ja, das ist so eine Glitzerfarbe, die wirkt jetzt hier weiß, aber das Weiß trocknet dann transparent ab, sodass nur noch diese Glitzerpartikel übrig bleiben. Und
Ja, damit male ich jetzt hier sozusagen diesen Zwischenraum aus, der zwischen dem ganz großen Kreis und dem eigentlichen Muster noch übrig bleibt. Und ich möchte es gleich mal vorwegnehmen. Deswegen habe ich mich auch am Ende dazu entschlossen, diesen riesig großen Stein, denn der ist auch ganz schön schwer, ehrlich gesagt, diesen riesengroßen Stein dann mit Kunstharz zu versiegeln, weil dieses Dragonfly Glaze einfach dann nur richtig zur Geltung kommt, wenn das mit dem Harz überzogen ist. Wenn du das jetzt mit Mod Podge versiegelst, kommt der Glitzer nicht richtig raus. Wäre schade drum gewesen. So. Jetzt habe ich hier meine zwei Goldtöne euch gezeigt. Davon wähle ich dieses etwas, ja, wie soll ich sagen, diesen Kupferton ist das ja eher, den wähle ich aus und gehe dann immer auf diese weißen Punkte von den Schnittpunkten nochmal drauf und setze da einen doppelten Punkt drauf. Dieser Stein, ihr seht es jetzt hier ganz besonders gut, glaube ich, dieser Stein ist nicht gleichmäßig. Er hat eine relativ glatte Oberfläche, ist so halbwegs rund, aber er hat viele Kerben und er ist in sich trotzdem auch schief. Das heißt also, ich habe am Anfang nur so auf gut Glück mal diesen Hintergrund schwarz gemalt und bin jetzt an einem Punkt, wo ich diese Abstände zum Rand angleichen möchte. Das ist das, was ihr hier seht, dass ich sozusagen von diesem Glitzerrand zu dem, wo der schwarze Hintergrund aufhört, dass ich das versuche, überall gleichmäßig dick dann noch zu zeichnen. Wenn du das jetzt auf einen Kunststein zum Beispiel machst, dieses Muster, dann hast du das Problem nicht. Ja? Dann kannst du ja einfach den ganzen Stein schwärzen oder einmal einen Zirkelkreis und dann ist das gleichmäßig. Aber bei diesem natürlichen Stein ist es etwas schwierig. Siehst du jetzt auch auf der rechten Seite, da fällt der so ein bisschen ein und das macht sich dann eben auch bemerkbar. Aber dafür ist es halt auch ein echter Stein und ja, dann ist eben nicht alles hundertprozentig gleichmäßig. Why not? So. Diese Grenzlinie zwischen dem Glitzer und dem schwarzen Hintergrund, das punkte ich jetzt wieder mit Weiß entlang. Und zwar in derselben Größe, wie ich auch diese Schnittpunkte am Anfang gemacht habe. Und deswegen, weil sich das hier wiederfindet, die Schnittpunkte und diese Randlinie, deswegen gehe ich jetzt hier auch mit diesem etwas rötlicheren Gold. Ton da noch mal drüber. So müsst ihr natürlich die erste Runde erstmal gut trocknen lassen, denn wenn ihr das auf die nassen Punkte drauf macht, dann löst sich die Farbe nicht vom Werkzeug und dann gibt es einfach nur einen Klecks. Das sieht dann doof aus. Ja, und dann nehme ich mir noch die Restfarben, die ich noch in meiner Palette habe. Schön sparsam damit umgehen, aber ein bisschen hatte ich ja noch drin. Und damit setze ich jetzt Punkte an den Rand, die haben ungefähr einen Durchmesser von 1 Zentimeter, würde ich sagen. Also es ist schon ein relativ dickes Werkzeug. Also immer zu dem Segment zugehörig in die Mitte die Farbe, die eben dort gerade ansteht. Und dann nehme ich ein kleineres Werkzeug, das erzeugt, ich glaube, das ist mein kleinstes Stäbchenwerkzeug, was ich habe. Das erzeugt Punkte von ungefähr 3 mm Durchmesser, würde ich meinen. Und auch dort gehe ich also wieder in die Segmente rein und da in die Zwischenräume und setze einen von diesen Punkten dort dazwischen. Das Grün auf Grün, das Orange auf Orange und die rote Farbe natürlich in die Zwischenräume des roten Segments und immer so weiter, bis ihr einmal durch seid. Könnt ihr also auch noch mal ein bisschen ausgleichen, wenn jetzt die Punkte am Rand ungleichmäßig sind, dass er da eben mehrmals drauf geht. Und ja, hier seht ihr das bei mir bei dem Blauen, ne? Der Punkt, der war irgendwie nicht so toll. Und da bin ich einfach noch mal ein zweites Mal dann mit der Farbe draufgegangen. Also das ist alles erlaubt. Und nun habe ich immer noch ein bisschen Farbe übrig und da gehe ich also rechts und links von diesen ganz großen Punkten noch mal mit 4 wandernden Punkten diese Kreislinie entlang. Das ergänzt das Muster außen noch ein bisschen und führt eben diese Blume des Lebens, die ja an und für sich eigentlich ein Sechseck liefert, ja, führt das so ein bisschen dann in die Kreisform rein. Das machst du auch einmal rundherum. Für jede Farbe nochmal 4 Punkte an den Rand. Ja, dann ist das Muster im Wesentlichen beendet. Ich möchte hier euch auf jeden Fall nochmal mitgeben,
dass ich hier auch echt lange überlegt habe. Also dieser Stein, ne, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe natürlich jetzt hier dieses Muster drauf gemalt und es gefällt mir auch ganz gut. Aber der Stein und ich, wir sind jetzt nicht so die allerbesten Freunde. Und auch obwohl ich diese Idee hatte, habe ich während des Musters immer wieder überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Wenn das zum Beispiel jetzt nicht gefällt, dass man jetzt in die Zwischenräume nochmal die farbigen Punkte reingesetzt hat, dann lass die doch auch einfach schwarz. Also das ist ja auch ein toller Kontrast, wenn nur die Blütenblätter farbig ausgepunktet sind und dazwischen bleibt es schwarz, könnt ihr dann auch machen. Ne? Also das ist jetzt hier nur die Art, wie ich das jetzt versucht habe zu lösen. Und den Rest des schwarzen Hintergrundes, den punkte ich jetzt mit lilafarbenen Reihen weiter aus, und zwar bis zum Ende. Das sind jetzt bei mir bestimmt 7 lilafarbene Reihen, die noch kommen. Es ist dasselbe Lila, wie ich auch schon im Muster benutzt habe. Das dunkelste zuerst, dann mische ich ein kleines bisschen Weiß rein. Dann kommt die zweite Runde, und zwar immer so, dass ihr mit dem Werkzeug also möglichst immer in die Zwischenräume der vorangegangenen Runde punktet. Das hat einfach den Vorteil, dass es dann, dass ihr dann schön eng punkten könnt und dass keine größeren Zwischenräume entstehen. Und gleichzeitig ist dadurch die vorangegangene Reihe für dich auch immer eine Hilfe, dass du nicht aus der Symmetrie rauskommst. Du hast dann immer die gleiche Anzahl von Punkten, du hast auch immer die gleichen Abstände, immer die Abstände aus der vorangegangenen Runde. Hast gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, dass wenn sich mal was auseinandergezogen hat, dass du das ein bisschen korrigierst. Ja, also ich mag das, wenn man hier die Randlinien entlang geht, dass man also immer die Zwischenräume punktet. Das Einzige, was eben vielleicht sinnvoll ist, dass man die Größe der Punkte ein bisschen steigert. Je weiter man nach außen kommt, desto größer die Punkte. Denn wenn man recht weit nach außen kommt, dann hast du ja auch mehr Platz. Die Linie ist dann länger. Dadurch passen größere Punkte rein. Aber auf die Weise funktioniert es jetzt den ganzen Stein entlang. Und die letzte Runde Punkte, die ich setze, ist dann wirklich ganz weiß. Das ist aber noch nicht das. Das wird dann wohl die vorletzte oder vorvorletzte sein. Ja, und die letzte, allerletzte Randrunde, die setze ich dann wirklich auf die schwarze Grenzlinie rundherum. Ja, und dann musst du das einfach gut trocknen lassen. Ich war leider letzte Woche recht krank, inklusive Stimmverlust. Ja, das zieht sich jetzt noch ein bisschen. Ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. So, jetzt ist es fertig, so könnt ihr es sehen. Also ich habe mir hier wirklich Mühe gegeben, also bis zum Rand das zu machen. Und eben aus dem Grund, weil dieses Glitzer halt nur dann richtig rauskommt, wenn man es mit Kunstharz versiegelt. Deswegen habe ich das hier nochmal gemacht. Ich habe ja eh noch ein bisschen was da. Ja, wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert mit dem Kunstharz, dann schaut mal in das Video. Das ist jetzt hier irgendwo, rechts oder links, als Link. Da habe ich euch das nochmal gezeigt. Also habe ich euch erklärt, wie das funktioniert mit dem Kunstharz, wie man das anmischt, was man da beachten muss, wie man das am besten trocknet und so. Ne? Also wenn euch diese Variante des Versiegelns so gut gefällt, dann schaut da unbedingt mal rein. Ich denke, das ist wirklich ein hilfreiches Video. Ja, und dann Handschuhe anziehen und kleine Maske drauf und fertig. Ja? Also ich habe jetzt hier auch nur den einen Stein versiegelt, habe ich vielleicht 2 Teelöffel miteinander vermischt von dem Harz und dann passt das. Ja, der Stein ist fertig, er glänzt sehr schön. Ich muss aber leider gestehen, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich den überhaupt verkaufe, weil das Teil wiegt 1 Kilo, keine Ahnung, ich müsste es mal wiegen. Und das ist bestimmt auch 8 cm hoch. Ich gehe davon aus, den werde ich einfach bei mir selber irgendwo in den Garten legen. Ja, nichtsdestotrotz ist es ja ein Muster, was ihr auch machen könnt und was ihr vor allen Dingen auch auf einen gegossenen Stein oder vielleicht auf eine Leinwand auch malen könntet. Die Technik dafür ist überall die gleiche, habe ich euch jetzt hier gezeigt und ich hoffe, dass ihr auch davon ein bisschen profitieren könnt. Also bis dahin und viel Spaß beim Malen, bis zum nächsten Mal.